Typisch Deutsch. Willkommen zur fünften Folge von Typisch Deutsch. Mein Name ist Franklin Tummescheid. Heute geht es um deutsche Autobahnen. Als erstes gilt es zu klären, was ist denn überhaupt eine Autobahn? Und nach allgemeingültiger Definition ist eine Autobahn eine kreuzungsfreie Straße ohne Gegenverkehr. Die erste autobahnähnliche Strecke war die Avus in Berlin, die im September 1921 fertiggestellt wurde. Allerdings war diese 8,3 Kilometer lange Avus gebührenpflichtig und nicht für den öffentlichen Verkehr bestimmt. Sie wurde eher als Teststrecke der Automobilindustrie benutzt. Die erste öffentlich nutzbare Autobahn wurde dagegen im September 1924 in Italien eröffnet. Es handelte sich um den Abschnitt von Mailand nach Varese, der heute als A8 bekannten italienischen Autobahn. In Deutschland wurde im August 1932 die erste Autobahn eröffnet, die zwei Städte miteinander verband, nämlich Köln und Bonn. Und auch heute ist diese Autobahn als A555 noch in Betrieb. Im Jahr 2020 hatte Deutschland mit 13.190 Autobahnkilometern nach China, den USA und Spanien das viertlängste Autobahnnetz der Welt. Die Nummerierung der Autobahn in Deutschland folgt einem bestimmten System. Gerade Autobahnzahlen, zum Beispiel A2, A4, A6, A8, bezeichnen Autobahnen, die in Ost-West-Richtung verlaufen, während ungerade Autobahnzahlen A1, A3, A5, A7, A9 in Autobahnen bezeichnen, die in erster Linie in Nord-Süd-Richtung verlaufen. Die Bezeichnung der Autobahn kann ein-, zwei- oder dreistellig sein, also A1, A24 oder A555. Je weniger Stellen die Nummer hat, umso bedeutender ist diese Autobahn im Bundesverkehr. Eine einstellige Autobahnbezeichnung, wie zum Beispiel A1, deutet auf eine bundesweite Bedeutung dieser Autobahn hin. Eine zweistellige Bezeichnung der Autobahn wie A24 deutet auf eine überregionale Bedeutung hin, also auf eine Autobahn, die mehrere Bundesländer miteinander verbindet, während eine dreistellige Autobahnbezeichnung, zum Beispiel A555, darauf hindeutet, dass es sich um eine Autobahn in nur einem Bundesland handelt. Nachdem wir nun geklärt haben, dass Deutschland weder die erste Autobahn der Welt gebaut hat, noch das längste Autobahnnetz der Welt hat, bleibt noch die Frage zu klären, warum ist das deutsche Autobahnnetz etwas Besonderes, beziehungsweise warum sind Autobahnen typisch deutsch? Ja, und diese Frage ist relativ einfach beantwortet. Als eines der wenigen Länder auf der Welt hat Deutschland auf den Autobahnen keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Wer also mit seinem Auto mal richtig schnell fahren möchte und die Möglichkeit dazu hat, der kommt nach Deutschland, fährt hier auf die Autobahn und kann hier Gas geben. Natürlich gibt es auch auf deutschen Autobahnen Geschwindigkeitsbeschränkungen, sei es baustellenbedingt oder aber auch als Dauergeschwindigkeitsbeschränkung im Rahmen des Lärmschutzes. Nichtsdestotrotz, etwa 70% des deutschen Autobahnnetzes haben keine Geschwindigkeitsbeschränkung. Und diese fehlende Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen macht die Autobahn in Deutschland zu etwas ziemlich Einzigartigem weltweit und damit auch zu typisch deutsch. Und damit verabschiede ich mich aus der Ukraine mit einem typisch deutschen Tschö. Typisch deutsch.